Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Beim letzten Mal haben wir hier die Quests weitergemacht. Heute haben wir den, jetzt muss ich wieder auf den Kalender gucken, den 19. Dezember, wenn die Folge hier erscheint, also Folge 25, 19. Dezember, wenn ich mich nicht irre, ich hoffe immer, dass ich mich nicht in der Woche vertue. Am Wochenende ist es dann endlich soweit, das große, große Weihnachtsfest naht. In Rift haben wir jetzt schon unser Weihnachtsfest. Und zwar das Jewelfest. Das geht bis zum 4. Januar nächstes Jahr. Und das möchte ich gerne zwischen Weihnachten und Neujahr mit euch anschauen. Das heißt, nächste Woche. Am zweiten Weihnachtstag würde ich das, glaube ich, rausbringen. Weil am 2. Januar ist das Fest dann schon vorbei, wenn die Folge erscheint. Und dann kann sich das ja kaum noch einer anschauen. Also dann läuft es nur noch zwei Tage. Am 14. Dezember startet dann auch die Rückeroberung des Feenjewelfests und am 21. Dezember die dritte Phase. Das heißt, wir gucken uns das am... Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Am 17., also am 17. Dezember nehme ich das auf. Das heißt, da ist dann schon die zweite Phase aktiv. Wenn ihr das schaut, ist aber schon die dritte Phase aktiv. So viel zur Verwirrung. Also, wir schauen uns das nächste Woche an. Heute möchte ich gerne weiter questen auch. Und wir hatten beim letzten Mal unseren Schergen weggeschickt. Den holen wir erstmal zurück und gucken, was es gibt. Artefakt, Artefakt und noch mehr Artefakt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Blick des giftigen Artefakts. Ihr könnt damit giftige Artefakte sehen und verfolgen, doch kostet euch das etwas. Aha. Alles klar, ich habe jetzt hier so einen Buff, damit ich Artefakte sehen kann. Das ist jetzt interessant. Habe ich noch nie gehabt. Aber wir lösen trotzdem erstmal unsere Artefakte ein. So, dann haben wir den. Und das. Und dann haben wir eine Kette bekommen. Da überlege ich halt, ich denke mal, die legen wir an, weil die hat zwar Stärke, aber die ist insgesamt besser. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir waren beim letzten Mal. Wir sollen jetzt Sachen sammeln. Sammeln, sammeln, sammeln. Also eigentlich nichts Besonderes. Ach, und ja, Massaker-Quest haben wir noch offen, genau. Ich sehe gerade, wir haben nur noch die Hälfte unseres Lebens. Ich werde die Buffs jetzt mal wegmachen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich dadurch Schaden kriege. Und das will ich nicht. Ich habe jetzt eben nicht vor, irgendwelche Artefakte zu farmen, also. Ja, ich überlege gerade, worüber wir heute reden können. Also am Donnerstag, für alle, die das Projekt nicht gucken, am Donnerstag kommt Archeage heraus und da rede ich über weihnachtliche Rituale. Und ich möchte ja nicht alles doppelt erzählen. Für Leute, die vielleicht mehrere Projekte von mir schauen, das wäre ja etwas langweilig. Ja. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, drei Projekte, dreimal irgendwie ein Thema zu Weihnachten zu finden. Ich überlege auch immer noch, das habe ich jetzt wieder vergessen nachzugucken, bei welchem Projekt ich euch eine Frage gestellt hatte, wo ich eine Woche Zeit gegeben habe zum Antworten. Ich weiß auf jeden Fall, dass keiner reagiert hatte. Aber das konnte, glaube ich, auch noch gar nicht sein, weil die Folge ja noch gar nicht draußen ist. Von daher ist das ja eigentlich doof. Ich müsste da jetzt nochmal warten, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Folge schon draußen war. Ja, nächste Woche machen wir das Feenjewelfest. Die Woche drauf ist dann auch schon Januar, wenn die Folge erscheint. Also unglaublich, aber dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Ja. Ich weiß ein Thema. Das passt gerade so gut zu dem vergangenen Wochenende. Weihnachtsfeiern. Sei es nun im Betrieb oder im Verein.
wie war denn bei euch die Weihnachtsfeier, falls ihr bei einer wart? Also ich war ja am Wochenende bei meiner Weihnachtsfeier vom Schwimmanzug. Und ja, was ich immer so schade finde, insgesamt, das ist mir leider auch wieder bei uns aufgefallen, diese Klickenwirtschaft. Das ist irgendwie faszinierenderweise, ist das glaube ich bei jedem, bei jeder Feier so. Also die beüblichen Leute, die setzen sich zusammen und unterhalten sich. Und die Leute, die halt nicht so viel zusammensitzen, wissen nicht so recht, mit wem sie sich unterhalten sollen. Mir ist das auch aufgefallen, dass das dieses Jahr halt auch viel bei den Neuzugängen war. Dass die etwas abseits saßen. Ich weiß auch nicht so ganz. Ich finde das etwas immer schade. Natürlich, man kann sich auch selber zum Abseits machen, indem man einfach nicht mit den Leuten redet. Aber, ja. Also unsere Weihnachtsfeier war wieder eigentlich sehr schön gemacht. Die Deko und alles. Und hatte leider auch einen faden Beigeschmack, muss ich sagen. Weil bei uns beim Schwimmanzug momentan echt ein bisschen Ebbe in der Kasse ist. Und trotzdem haben sie immer wieder sehr schön was aufgetischt. Also bei uns ist es ja immer so, dass jeder was mitbringt. Somit zahlt der Verein in dem Sinne ja nichts. Außer für die Miete natürlich, die mittlerweile auch schon sehr hoch ist für uns. Ja, dann war Ärger mit der Schule. Also wir üben ja in einem Schulgebäude. Schon seit Ewigkeiten, also seit der Verein existiert, ist das wohl so. Sind die wohl in dieser Schule ansässig und ja. Da war dann auch irgendwie so ein kleiner Eklat am Wochenende. Und zwar gab es am Mittwoch wohl das Problem, dass da plötzlich ein Raum, ein Schloss ausgewechselt wurde. Was ich auch nicht schön finde. Aber irgendwie war ich vom Weihnachtsthema abgekommen. Gut, vielleicht wollen manche dieses blöde Thema auch gar nicht hören. Die wollen das jetzt Play hören. Und denken sich so, jetzt labert die Alte schon wieder über Weihnachten. Keine Sorge, nächste Woche rede ich über Silvester. Da habe ich mir das schon überlegt. Ja. Ja, wie ist das bei euch? Geht ihr gern zur Weihnachtsfeier von euren Betrieben oder nicht? Oder denkt ihr, hoffentlich ist es bald vorbei? Würde mich mal interessieren, wie das bei euch so abläuft. Also bei uns ist das immer so, wir haben vorher immer noch Training. Wir machen dann immer noch ein Wochenendtraining vorher. Und das finde ich sowieso immer mega ätzend, weil für mich lohnt es sich einfach nicht, nach Hause zu fahren. Das sind 2 Stunden, die ich dann nach Hause fahren könnte. Und dann habe ich auch keinen Bock, nochmal loszufahren. Also bleibe ich immer gleich da. Oh, das juckt gerade wieder so meine Nase. Ich habe heute schon die Meerschweinchen sauber gemacht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch hört. Ich bin wieder ziemlich verschnupft, wie immer. Man kennt das ja schon von mir. Aber nicht, weil ich erkältet bin, Gott sei Dank nicht. So, diese blöde Spinne will sich nicht treffen lassen. Was mir letztens so in den Sinn gekommen ist, was ich vielleicht irgendwann mal machen könnte. So ein Browser Projekt, sage ich. Also Projekt ist das ja das falsche Wort. Aber so ein Let's Test irgendwie in irgendeiner Form. Vielleicht so ein Format. Hättet ihr Interesse an so einem Format auf dem Kanal? Das würde ich jetzt gerne einfach mal fragen heute. Oder ist da absolut Desinteresse? Also ich finde es ja immer ganz spannend, mir irgendwelche Browser-Games bei anderen Leuten anzuschauen. Es tut mir gerade sehr leid mit meiner Nase. Versucht das etwas zu unterbinden. Nee, ist mir letztens so eingefallen, dass man vielleicht auch einen letzten Test machen könnte. Gut, es würde wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit machen, weil ich müsste mich ja bei jedem Projekt, bei jedem Browser-Game anmelden und dann das austesten und so weiter. Aber es wäre eigentlich mal eine ganz coole Sache, wenn man eine richtige Community hätte, was ich ja leider noch nicht habe. Dann könntet ihr als Zuschauer sagen, keine Ahnung, teste doch mal dieses Spiel, da würde ich mich gerne mal anschauen, bevor ich mich registriere.
Das könnte man ja mal vielleicht in Anschein, also in Augenschein machen. Also hätte ich kein Problem jetzt, sage ich mal, wenn das, wenn der Anklang dafür wäre. Allgemein möchte ich auf dem Kanal hier, wenn eines der Projekte ausläuft, ein MMO weniger pro Woche machen. Das heißt, dass ich etwas. Fürs nächste Jahr habe ich mir vorgenommen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Es sind ja jetzt wirklich. Der Kanal heißt zwar MMO Online Plays, aber ich habe auch mir die Option offen gelassen, dass ich andere Sachen hier spiele. Es wird hier keine Horror Games geben, dabei bleibe ich. Weil ich hasse Horror Games. Es ist einfach so, ich hasse Horror Games. Aber, keine Ahnung, vielleicht mal eine Folge Heroes of the Storm. Beispiel. Oder, ich habe keine Ahnung, irgendetwas anderes halt. Was jetzt kostenfrei ist. Das muss man natürlich mal dazu sagen. Ich bin jetzt nicht der große Fan von, ich kaufe mir ein Spiel und let's play das. Ich habe jede Menge Spiele noch über den durch den Summer Sale auf meinem Steam-Account. Unter anderem. Jetzt fällt mir das natürlich wieder nicht ein. Aber ich sehe gerade, hier ist ein Jule-Festbaum. Ich hatte ja die Woche eigentlich noch gar nicht vor, sowas zu machen. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht hier irgendwas davon einsammeln können. Aber würde mich mal interessieren, ob ihr auch gerne mal was anderes hier sehen wollt. Also ich bin immer für Vorschläge offen. Und zum Jahreswechsel bin ich sowieso flexibel. Ich produziere fürs Jahr jetzt eher vor. Also bevor ich zu meiner Mutter fahre, habe ich dann die Folgen schon inklusive der ersten Januarwoche produziert. Also bis dahin. Einschließlich kann ich noch keine Rückmeldung geben. Aber dadurch habt ihr auch lange Zeit, jetzt zu reagieren. Also. Und das muss ja dann auch erstmal produziert werden, wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt mal ein anderes Let's Play. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, eines der Let's Plays muss jetzt hier erstmal beendet sein. Ich weiß noch nicht, wie lange welches gehen wird. WoW wird das sein, was am längsten dauert. Das ist jetzt schon sicher. Das ist das Letzte, was ich beenden werde. Und das wird dann auch fortgeführt auf anderen Kanälen, weil WoW macht mir am meisten Spaß. Das ist einfach mal Fakt. Rift wird wirklich nur bis zum Maximallevel gespielt. Und dann muss ich mal schauen. Aber das wird auch noch eine Weile dauern. Also Rift ist, glaube ich, 75 Maximallevel. Das wird auch noch eine Weile gehen. Aber vielleicht kann man ja alle 2 Wochen irgendwie noch ein zusätzliches Projekt starten, wenn da großer Interesse besteht. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt, wenn ich das hier einsammle. Ah, jetzt habe ich eine Schneeflocke gekriegt, okay. Ich glaube, das ist die Währung von dem Fest. Und ich habe hier auch Buffs bekommen. Ich muss mich jetzt leider doch mal muten. Ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe mich gerade etwas erschrocken. Hier läuft nämlich jemand rum. Ein Elite-Mob.
Den habe ich gerade eben entdeckt. Den werden wir doch mal eben angreifen. Ist hier noch eine Massaker-Quest wieder? Und wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, mal irgendwas anderes zu sehen, dann kann ich das gerne machen. Das ist für mich gar kein Problem. Muss ich hier mal gucken, ob das jetzt. Also der Baum verliert an Leben, wenn ich die hier einsammle oder was. Ja, scheint so. Okay, und die kleinen scheinen nur irgendwelche Buffs zu sein. Hier dürfte jetzt auch noch mal rauskommen. Vielleicht noch zwei Geschenke, wenn es hochkommt. Genau. Jetzt ist er verschwunden. So, der Baum läuft jetzt hier schon wieder rum. Der respawnt also sehr schnell. Gut, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen gesammelt für das Event. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, hier haben wir noch ein, ich würde sagen Ramon. Oder sowas. Jetzt ist hier auch gerade ein Riss aktiv oder nee, der Baum ist wieder da. Das ist ja cool. Dann können wir uns den Baum jetzt gleich nochmal looten. Das ist natürlich cool. Das machen wir dann auch gleich. Warum sollen wir das nicht gleich mitmachen? Wir wissen ja jetzt, was wir einsammeln müssen. Ja, irgendwie bin ich vom Thema abgekommen. Ich war ja bei Weihnachtsfeiern, aber ich wusste auch nicht so ganz, was ich da jetzt noch sagen soll. Außer, wie ihr Weihnachtsfeiern findet. Ob es eher eine Pflicht für euch ist oder eher eine schöne Sache. Ich bin ja eigentlich, ich freue mich ja eigentlich auf die Weihnachtsfeier. Das Problem ist einfach nur, dass ich da kaum jemanden habe, mit dem wir unterhalten können. Obwohl ich mich in dem Verein allgemein eigentlich sehr wohl fühle. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich hier in dem Verein nicht wohlfühle, weil dann würde ich ja nicht in dem Verein sein. Aber bei Feiern sind es halt immer diese Klickenwirtschaften. Ja, das Nasenstaub hat nicht wirklich was gebracht. Also meine Energie ärgert mich jetzt gerade sehr. Ich muss hiernach, muss ich noch WoW aufnehmen, eigentlich. Und ich überlege gerade, ob ich das dann lasse. Weil es ist mega nervig, wenn die Nase die ganze Zeit dicht ist. Und ich will das, ich will auch nicht, dass ihr das ständig hört.
So. Gut, der verschwindet jetzt wieder. Wie viele Schneeflocken haben wir denn jetzt? Können wir mal gucken. 45 haben wir schon. So, wir müssen jetzt hier noch was machen. Ah, wir müssen noch die Drüse sammeln von diesem. Jetzt sehe ich erst, dass das Wasser ist. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass das hier am Fluss ist. Ich bin ja auch verfallen. Aber wir werden jetzt erstmal kurz zum Händler gehen. Ich sehe nämlich schon, dass die Zeit um ist. Also für alle, die die anderen Projekte von mir nicht schauen, wünsche ich euch in diesem Projekt auch fröhliche Weihnachten, schöne Feiertage mit der Familie und erholsame freie Tage. Lasst euch nicht so sehr stressen von der Familie. Ihr mögt sie ja im Endeffekt doch. Und wir sehen uns dann nächste Woche zu der Folge von Rift wieder, in der wir uns das Jewelfest angucken. Macht's gut!